Ja, ich grüße euch, meine lieben Leute. Hier ist euer Tasse Schwarzkaffee. Heute mal im Auto und nicht im Spiel. Heute mal live. Was ist live? Mal richtig mal zu sehen. Nicht nur über Facecam im Livestream, sondern auch mal richtig. Ja. Dies soll mal ein kleines Infovideo sein bezüglich den Let's Plays Obscuritas und The Forest, wie es jetzt weitergeht. Weil in den letzten Tagen hat es ja ein bisschen gehangen mit Obscuritas und erst recht mit The Forest. Es wird definitiv weitergehen, das steht fest. Aber mit der kleinen Einschränkung, ich habe es ja versucht, alle zwei Tage eine Aufnahme zu machen, aber es klappt halt nicht. Arbeit halt. Was willst du machen? Irgendwie muss ja die Kohle reinkommen. Nee. Obscuritas habe ich ja jetzt letztens die Folge 5 hochgeladen. The Forest muss ich mal sehen. Es gab ja wieder ein Update. Und da hat es ja ein bisschen mein Haus ein bisschen kaputt gemacht. Habe ich nämlich mal reingeguckt. Weiß ich nicht, ob ich dann neu anfange oder das versuche zu reparieren, was kaputt gegangen ist. Keine Ahnung. Das muss ich noch entscheiden die nächsten Tage. Ich versuche Ende dieser Woche, jetzt haben wir ja, was haben wir heute für Datum? Keine Ahnung, heute haben wir den 11.04. oder wenn ihr das seht, die Aufnahme ist vom 11.04. Ich versuche Ende dieser Woche spätestens wieder eine Aufnahmesession zu machen. Definitiv von Obscuritas, da geht es weiter. Und The Forest muss ich mal gucken, wie ich das am Wochenende reinschieben werde. Mal sehen, weiß ich noch nicht. Aber wer Lust hat, kann es gern weiter gucken. Und möchte ich vorankündigen, Samstag, das ist, was ist das für ein Datum? Heute ist der 11., 12, 13, 14, 15, der 16. müsste das sein. Ja, der 16., genau, der 16.04. Werde ich ab wann? Ja, möchte ich. Ich sage jetzt erstmal 17 Uhr auf twitch.tv/tasseschwarzkaffee werde ich wieder ein Livestream machen. Wer Bock hat, kann gerne einschalten und zuschauen. Da spiele ich nicht nur Obscuritas The Forest, sondern Fährst du nur du. Ja, so. Ich werde, wenn ein paar Leute da sind, Joyce Chamber, da gab es ja ein Update und vor allen Dingen endlich mal wieder 60 Seconds spielen. Da gab es ja jetzt letztens ein Update oder schon länger, ich kam jetzt die letzten Tage nicht dazu, gab es ein Update bezüglich Sprache. Jetzt ist natürlich das Schöne, in deutscher Sprache, du musst nicht nur das Englische übersetzen, weil Englisch for Runaways, Englisch für Fortgelaufene. Ja, das können wir uns zu Gemüte führen, habe ich schon mal reingeguckt. Weiß ich nicht, was ich noch weitermache. Zelda werde ich weiterspielen, definitiv. Und Rise of Tomb Raider. Was hat denn der? Eine Panne. Ach, die dumme Sau. Rise of... Mitten im Kreuzungsbereich, na super. Ja, uninteressant. Ja, wo war ich? Genau, Rise of Tomb Raider werde ich wahrscheinlich weitermachen. Weiß ich noch nicht. Ja, also meine Spielauswahl bei twitch.tv ist unterschiedlich. Ich lege mich da definitiv, ist noch grün, lege ich mich definitiv nicht hundertprozentig fest. Werde ich auch nicht. Naja, egal. Ja, wie gesagt, wer möchte, schaltet Samstag ein. Ab 17 Uhr. Die Uhrzeit kann eventuell variieren. Guckt einfach rein. Und unter Twitch, hier unter dem Bildschirm, habt ihr ja die verschiedenen Fenster da. Das, was jeder individuell für sich reinträgt. Ich nenne es bei mir halt Infokasten. Da trage ich halt ein, gibt es was Neues, was gibt es nichts Neues. Ja, das schreibe ich auch rein. Zu welchen Uhrzeiten, welches Datum streame ich. Ja, wenn ihr einfach möchtet,
schaltet ein, kommt rein, geht in den Chat, schreibt mich an, ich reagiere. Ich hoffe es, wenn ich es lese. Wenn ich nicht irgendwas Spannendes mache, dann lese ich das auch. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich halte jetzt die Fresse. Und ich hoffe mal, wir sehen uns bald im nächsten Video bei YouTube und ich hoffe bei Twitch TV. Also bis dahin, ich wünsche euch was, euer Tasse Sportscafé. Tschüss!